Du hast einen Brief erhalten! Lieber Mike, immer noch unterwegs. Ist mit Töpfer nicht langsam gerettet? Naja, warum schreibe ich den gleichen Brief in zweimal? Alles klar, danke für den Spielschein und damit willkommen zurück zu Miitopia! Wie ihr sicherlich wisst, haben wir in der letzten Folge den Turm erkundigt, aber wir sind noch lange nicht fertig. Und ihr wollt irgendwas Neues? Ein Schädelspalter! Okay! Ist ja überhaupt nicht heftig hier. Krass. Aber der steckt auch sehr, sehr viel. Von 58 und 66. Das ist schon krass. Ja, aber es ist so. Es passt so gar nicht. Aber okay, ich nehme natürlich das Upgrade an. Du hättest gern einen. Zauberstabus Noctis. Habe ich nicht genug Geld für, müssten wir mal ein bisschen in die Spielhalle gehen. Roulette. Was gibt's denn hier? Den Schädelspalter. Ja, komm. Ich habe nämlich einen Tipp bekommen von dem guten Ingi, dass es gar nicht mal so schlecht ist, wenn man die gleichen Items hier nochmal bekommt. Weil die kann man nämlich dann auch noch. Ja, die kann man nämlich verkaufen. Und sondern, ja, richtig viel Geld geben. Also ist das gar nicht mal so schlecht. Manchmal sogar besser als Schnick, Schnack, Schnuck. Und jetzt habe ich wieder genug Geld. Jetzt, ups, ups. Jetzt kann Mike das hier bekommen und alle sind glücklich. Schön. Das ist sogar cooler als unser Feuerjäger. Jawohl, wir hatten halt vorher so einen Kirby-Stab, aber ganz ehrlich, der hier sieht so magisch, so richtig, weiß ich nicht, weltraumhaft aus, so ein bisschen auch. Weil das so dunkle Farbe ist mit so ganz vielen Effekten drauf. Naja, egal. Wird das ein bisschen gefuttert und dann wollen wir noch weitermachen. Ach stimmt, ich muss auch noch ein bisschen die restlichen Orte machen, die habe ich mir für jetzt aufgehoben. Gorilla Shake Sternchen ist neu, forme deinen Körper und Geist so stark und sanft wie ein Gorilla. Ist anscheinend nice. Was sagt sie? Nein, ist es nicht. Ja, okay, gut. Was mit dir? Unglaublich geil! Schön. So, hier, nimm. Nom, 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 nom. HP kann ich immer gut gebrauchen. Sonst habe ich keinen Hunger mehr, ne? Danke, ich bin schon satt. Okay. Hier kannst du Angriff gut gebrauchen. Teufelstörtchen. Was sagst du? Schön. Und du, Freddy? Auch schön. Das freut mich doch. Oh, hier schmeckt's. Genauso wie Danny. Das ist gut zu wissen. Aber das stärkt Magie. Oh, das schmeckt Magie. Das habe ich gar nicht gemerkt. Sorry. Magie ist nutzlos so ziemlich bei Freddy. Deshalb. Ich weiß nicht, ob das Danny gebrauchen kann. Ich meine, mit den Fallen und so könnte er es vielleicht gebrauchen. Ich gebe sie mal. Das ist der einzige, den ich. Achso, schon satt. Einzige, den ich es geben würde dann. Na egal, wenn es schon satt ist, dann ist es auch egal. Dann ziehen wir los. Bam, 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 bam. So, hier seht ihr, hier sind wir. Wie lange geht der Turm noch? Oh. Wir könnten vielleicht heute schon das Finale erreichen von diesem Gebiet. Aber ihr seht schon überall nur weiße Felder. Die werde ich jetzt eben machen, die drei. Und was ich auch noch machen muss, ist dieses Level sowie dieses und dieses Level. Das rechts. Dann mache ich auch in der nächsten Folge. Jo. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die gemeistert habe. Oder wenn irgendwas passiert. Hä? Lol, was? Was zum alles in der Welt? Leute, das war, als ob das so ein Traum war. Es war nur ein Traum. Boah, das habe ich noch nie gesehen. Mike hat aus Versehen ein Nickerchen gemacht. Lol. Was? Keine Bomben? Warum keine Bomben? Lol. Das ist neu. Was? Okay. Du hast jetzt 250 Leute gerettet. Die Macht ist hart. HP-Streuer vergrößert. Statt 40 satte 45 HP.
Hohoho, gut gemacht. Bei 300 kriegst du noch was. Oh, diesmal hat Ferdinand sogar nur Luft oder so Wind halt geschnaubt und nicht Feuer. Ist das random? Vielleicht habe ich einfach nur Glück mit dem Feuer. Normalerweise ist es nur Luft, ich weiß nicht. Ba-ba-dam-bam-baum! Freunde auf Level 10! Die zwei haben Opfern gelernt! Wie rumtanzen. Sei heldenhaft und nimm anstelle eines Freundes Schaden. Und la-la-la! Gute Freunde, cool. Eine Blume. Weggeschnaubt. Toll. Das ist sehr, sehr wichtig, dass alle schnauben. Ein Mitglied deines Teams erreicht einen Beziehungslevel von 10 mit einem Mitschreiter. Noch was Neues. Ui. Was ist denn heute mit Ferdinand los? Er lässt ja gar nicht mehr von Danny ab. Ist er nie über Nacht in die Riege der Pferdeflüsterer eingetreten? Die Wahrheit ist, ich hatte eine Karotte versteckt. Oh. Das hatten wir wohl doch schon. Eine Truhe mit 3 Spielscheinen. Und eine Truhe mit Waldnüssen. Oh. Einen Augenblick. Mike hat einen MP-Bonbon gelutscht. Jetzt kann es weitergehen. Warum verschwendest du jetzt meinen Bonbon? Ebenbild von Mike. Wir haben heute richtig viel Zeit. Oh nein, neuer Look. Oh oh. Tada! Lol. Na, was meinst du? Mann, er kennt dich gar nicht wieder. Lol. Hier ist ein Wasser, Ferdinand. Oh mein Gott, wie es trinkt. Jetzt bin ich klatschnass. Aber hey, Level up in Freundschaft. Das ist doch zumindest ein fair Trade. Lol. Alter! Okay. Dann legt euch mal hin. Du hast jetzt 300 Leute gerettet! Die Macht des Horst! HP-Streuer vergrößert! Statt 50. Keine Zahlen lesen. MP-Streuer vergrößert. Statt 20, 25 MP. Ruhezone jetzt noch ruhiger. Bei Aufenthalt in der Ruhezone erholst du dich jetzt schneller. Hohoho! Boah, bist du krass! Bei 350 kriegst du noch mal was. Und Mike kriegt auch nochmal hier ein Level Up mit Ferdinand. Du magst doch bestimmt irgendwen. Sag schon, wer ist es denn? Was? Verrat schon nicht. Sag schon. Ich sage auch niemand. Ich sag dir auch, auf wen ich stehe. Pah, glaubst du, das interessiert mich? Okay. Ba-ba-bam-baum. Freunde. Nice. Hab mal gehört, dass Pferde ein riesiges Sichtfeld haben sollen. Selbst wenn sie direkt nach vorn blicken. Können sie angeblich noch sehen, was schräg hinter ihnen liegt. Was, echt jetzt, Ferdinand? Ja dann? Gib einfach laut, sobald du ein Monster siehst. Toll. Und alle kriegen ein Level Up! Riesenwaffe gelernt, vergrößert die Waffe eines Freundes bei einem Zug. Cool.
Nice. La. Oh nein, neuer Look. Da fällt dir jetzt nur so, hä? Was? Was machst du da? La, Schmusewange? Nein, jetzt hab ich's geskippt. Okay, das muss jetzt irgendwie noch mit mir schnell leveln, damit ich sehe, was das ist. Eine Kiste! Golem Steak und Mäusesnacks. Oh lol, blaues Feuer diesmal. So, weiter geht's. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeräumt. Und die beiden tanzen. Unsere Feinde sollen weinen, wenn sie unsere Muskeln sehen. Wir werden stark und gefürchtet sein. Training, hurra! Die spielen die, ja. Weil sie im Training lernen sich beide besser kennen. Nice. Wunderbar. Plopp. Was wollt ihr euch erzählen? Okay, macht nur wieder sauber. Mhm. Okay. So, dann kann ich ja wieder wechseln, weil ich würde auch mal gerne hier Level 9 erreichen. Okay. Jetzt wird erstmal ein bisschen gefuttert, Geld ausgegeben und dann, ja. Mäusesnack, ein süßer lachsfarbener Käse, der bei Mäusen sehr beliebt ist. Waldnüsse, kleine Portion Nüsse aus dem Lager eines Eichhörnchens. Und Kannibalentee Sternchen bringt dich nach einem harten Tag voll Arbeit, Abenteuer wieder runter. Naja. Waldnüsse, komm, gib her. Nom, 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 nom. So, du kriegst auch mal Nüsse. Aber die schmecken nicht. Okay. Käse. Schmeckt. Schön. Du. Unglaublich. Schön. So, die nehme ich, weil nur ich hier die mag. Schönes HP-Up für mich. Golem Steak hat noch kaum jemand hier probiert. Deshalb, hier. Angriff mit Dandy ist gar nicht mehr so schlecht. Aber nicht ganz so gut. Okay. Cooper Chinken macht den Angriff hoch. Wäre eigentlich für Maike ziemlich gut. Nice. Ja, nimm ihn dir. Gönn ihn dir. Okay, jetzt sind sie alle da. Satt, dann müssen wir in der nächsten Runde den Rest machen. So, ihr wollt was Neues haben? Bronzerüstung. Seidenrube oder eine Exzentrika-Pfanne. Ah ja. Und was sagt die Spielerin dazu? Aha, die Pfanne. Komm, gib her, gib her. Na, ich krieg's nicht. Ein Bonbon. Bitte mit einem Bonbon, Mann. Komm nochmal. Komm, die Pfanne, die. Nein, noch ein Bonbon. Ehrlich jetzt. Ehrlich jetzt. Nö, ich gebe mich auf. Nochmal. Ich will kein Bonbon. Ich will alles außer Bonbon. Ja, drei Ausflugstickets. Die nehme ich mit. Alles klar, dann müssen wir uns jetzt entscheiden. Was will ich hier lieber kaufen? 1000? 1300? 1300. Oh, es wird sehr knapp mit dem Geld. Aber ich glaube, ich könnte es gerade noch so leisten, dass ich dann komplett pleite bin. Probieren wir es aus. Seine Robbe sieht genauso aus. Ja, kenne ich genauso. Aber sehr ähnlich wie die allererste Robbe, die ich hatte. Im Game, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Wie die ganz am Anfang aussah. Ja, doch, es passt noch. Krass. Danny will aber irgendwie nichts mehr in letzter Zeit. Warum auch immer. Ach, den kriegen wir auch noch dazu, um was Neues zu bekommen. Sieht ein bisschen aus wie ein Spiegel, oder? So ein bisschen hat das schon so ein Spiegel-Vibe. Ja, komm, ist jetzt auch egal. Den Rest habe ich jetzt keine Lust. Ich will Abenteuer bestreiten. Ich weiß gar nicht, wie lang die Folge jetzt schon ist. HP durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Nice. Ich will noch unbedingt in dieser Folge die Spitze dieses Turms erreichen. Die ist ja direkt hier und mein Stick driftet die ganze Zeit. Hör auf zu driften. Hallo. Schnell rein da. Bevor er weiter driftet. Oh Gott. Das bei dem Pro-Controller ist schon mies.
Ich muss sowieso jeden Weg gehen. Deshalb, naja. Letzte Nacht habe ich was gesehen. Hm, was denn? Einen Geist. Mein Herz schlug so schnell, dass ich kaum ein Auge zubekommen habe. Ach der, den sah ich jeden Abend. Wie kannst du dann bitte schlafen? Okay. Seit wann hat Freddy Angst vor Geistern? Ist er nicht selber innen drin? Ja. Lassen wir's. Eine Kiste mit sehr viel Gold. Super. Oh, wow, Stein. Hier auf einem Stein treten. Okay. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Schnauben. Oh, diesmal wieder Feuer. Was ich eigentlich immer mache, ist Explosion. Aber ganz ehrlich, jetzt gerade möchte ich es nicht verschwenden. Weil ich weiß nicht, wie lang dieses Gebiet hier ist. Ich könnte die MP noch gebrauchen. Ja, sorry, dass ich die ganze Zeit vorspule, aber ich bin das jetzt einfach mittlerweile gewöhnt, irgendwie vorzuspulen. Gott, wie lang ist denn dieses Gebiet? Eigentlich müsste hier schon direkt das Gasthaus sein, aber irgendwie geht es ja noch weiter. Also, aber das hier ist definitiv ein Ort, wo ich Explosion machen würde. Aber jetzt habe ich Schrauben, deshalb nutze ich Schrauben aus. Weil es auch sehr viel Damage machen sollte, aber die Dinger überleben irgendwie. Oh, wie süß. La, schön, dass ihr jetzt irgendwie Freunde seid. Du, alles in Ordnung. Gegeneinander, miteinander, whatever. Und du bist weg. Schön. Baum, baum. Oh, hier ist schon das Gasthaus. Okay, dann war ja einfach nur kurz vorm Gasthaus noch ein Gegner. Ja, okay, gut. Passiert. So, mal gucken, was erlernt man hier? Schmusewange. Keine MP mehr? Total abgehalftert? Was ist das für ein Wort? Hab ich noch nie gehört. Ein Stups verschafft da Linderung. Also das ist wirklich komischste Wortwahl ever. Okay, irgendwas mit MP erhöhen, vermute ich. Wieder irgendwas Neues hier. Danny will mit mir chillen. Jo, Danny, kannst mich haben. Hier, bitte. Und sitzen. Hey, hör mal zu, Mike. Was ist denn? Ich habe neulich etwas über Freddy gehört. Mhm, ja. Was? Ist das etwa wirklich wahr? Es scheint so. Das hätte ich ja nie von ihm gedacht. Wow, voll sad. Na dann. Interessant. So, wie sieht es eigentlich mit Freundschaftslevel aus? Danny will mit mir ins Zimmer, aber ich will nicht mit ihm ins Zimmer. Ich will eigentlich mit Freddy. So, gut. Niemand will was haben. Aber wir können essen. Gönnen futtern. Futtern, futtern, yeah. Das gilt nur ich. Nur ich krieg die ganzen Schleim-Jelly-Puddings. Nom, 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 nom. Und nur Michael kriegt die Koboldschinken, obwohl ich die vielleicht sogar auch gebrauchen könnte. Na, obwohl, jein. Michael will ich es jetzt erstmal geben. So, Falterhonig ist für MP. Braucht Danny MP? Ein bisschen könnte er noch gebrauchen, tatsächlich. Deshalb gebe ich ihm mal hier so ein bisschen was. Den Rest kann dann gerne Freddy haben. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. So, das sind alle satt. Ihr seht, wie schnell das gehen kann. Und ich brauche immer so lange. Nein, ich brauche nicht so lange. Das kann auch schneller gehen. So, und nun schalten wir zwar das Finale anscheinend frei. Aber ich werde erstmal. Nein, nicht. Nein! Mein fucking Stick, Alter. Driftet. Nein, hör auf. Nein, 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 hör auf. Ich werde erstmal diese beiden Wege hier abchecken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, oder ich schneide das einfach mit rein. Keine Ahnung, sonst kann ich ja noch ein bisschen kommentieren hier. Seht ihr, was ich dann immer machen muss? Einfach hier immer den Weg lang gehen, wo das so abkreuzt ist. Die reinste Schaukelpartie hier auf dem Rücken von Ferdinand. Gar nicht so leicht, das Gleichgewicht zu halten.
Aber was für ein Bauchmuskeltraining, Sixpack. Ich komme. Okay, Danny. Danny möchte unbedingt ein Sixpack haben, wie ich jetzt gehört habe. Oh Gott, hier geht's ja voll lang. Das ist wieder so ein großer Ort, wo du überall lang kannst. Ja, das wird sehr lange dauern, bis ich hier durch bin. Aber wir kriegen einen schönen Money. Und das nehme ich natürlich gerne mit. Aber hier ist das Ende, hoffentlich. Ja. Motiviert. Das Stadt wird immer sauberer. Wow. Ba, ba, ba. Da. Level 10, Freunde. Da, da, da. Schön, aber du gehst jetzt wieder zurück zu Danny. Ein Mitglied deines Teams erreicht ein Beziehungslevel von 10 mit dem Pferd. Eine Truhe mit ein bisschen Geld. Cool. Ich weiß nicht, ob ich bisher alle Truhen gezeigt habe. Auf jeden Fall ab jetzt möchte ich, so gut es geht, jede Truhe zeigen. Gott, seht ihr das hier aber? Wie viele Wege es gibt. Also ich muss noch mindestens einmal hier durch, nach diesem hier. Gebratene Banane, neue Technik. So schmeckt sie besser. Lecker. Cool. Bam, bam, da. So. Schön. Ist auch mit Freddy befreundet. Bin ich jetzt mit jedem befreundet? Ich meine schon, oder? Lass mal sehen. Alle außer Ferdinand. Aber Ferdinand will gerade mit Danny reden. Warum auch immer. Was gibt's denn? Ja, okay, das kennen wir schon. Aber wahrscheinlich jetzt ein Level-Up mit den beiden, oder? Ja, war klar. Zwei sogar! Direkt Level 9! Dün-dün-dün-dün. Cool. Hatten wir das schon mal, das? Zwei Level auf einmal? Naja, keine Ahnung. So, aber ich will nochmal zu Ferdinand, damit ich das letzte Level-Up bekomme. Dann habe ich nämlich bei jedem Level 10 von meinem Ebenbild aus. Ein Mitglied seines Teams erreichte einen Beziehungslevel von 10 mit 3 Mitstreitern. Das war ich. Nein! Nein! Ich habe mich verdrückt! Nein! Umkehren. Das geht. Haut ab! Bam! Und wir erreichen schon fast 350 Gesichter. Nice! Da freue ich mich drauf. Haben wir 3 Upgrades in einer Folge geschafft. Oh, aber natürlich noch ganz am Ende noch ein einziger Gegner hier. Oder 5. Ja. Bam, 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 bam. Sekunde mal. Neue Technik. Riesenwaffe. Riesenwaffe. Oh. Wow. Jeha. Okay, krass. So, beenden wir das hier ganz fix. Bam, bye bye. Oh, die leben noch. Warum leben die noch? Haut ab, verschwindet. Und über 350. 3 Upgrades in einer Folge. Also wenn das mal nicht was Cooles ist, dann weiß ich auch nicht. So, Gasthaus. Und dann werden wir jetzt zum Finale kommen. Hoffentlich. 53 Leute gerettet. Die macht das was? HP-Streuer statt 50, 55. Wow, cool, bei 400 kriegst du was Neues. Alles klaro. Och Mann, warum wollen die immer hier wechseln? Ja, was ist denn, Ferdinand? Warum willst du mit Maike reden? Was hättest du lieber? Bla bla. Ist eigentlich egal. So. Ba-ba-da-bam-dao. Level 11. Freut mich für euch, aber ich möchte jetzt wieder zu Ferdinand. So, du musst mit Danny auf jeden Fall noch ein Level bekommen und Freddy geht's eigentlich gerade ziemlich gut. Er könnte noch mit dem Pferd, aber ich bin gerade bei dem Pferd, also nein. So, bevor wir jetzt aber zum hoffentlich Finale kommen, werde ich erstmal ein bisschen Rüstung kaufen. Eine Macho-Rüstung, Macho-Rüstung. Sag mir nicht, du willst Sixpacks haben, so. Naja, sieht jetzt nicht unbedingt meines Erachtens nach so wunderschön aus, deshalb nein. Und du, Freddy, willst auch eine Macho-Rüstung? Oder Macho, keine Ahnung. Actually sieht das bei Freddy gar nicht mehr so schlecht aus, muss ich zugeben.
Da fällt mir aber auch ein, ich möchte Freddy tatsächlich wieder das andere Outfit geben. Das mache ich jetzt auch eben. X. Ausrüstung! Weil ich fand diese andere Kleidung, die er vorher hatte, dieses, Pünktchen. Nee, was Pünktchen? Rüschen, genau das war's. Das fand ich tatsächlich ziemlich lustig. Ziemlich funny, deshalb kriegt er das, aber nur von der... Ach nein! Sollst schon das hier nehmen, aber halt aussehen. Sollst du die Macho-Rüstung nicht benutzen, sondern lieber die Rüschen-Rüstung, sag ich mal. Okay, das ist sehr interessant, wie man das hier gestaltet ist. Das sehen wir auch zum ersten Mal, deshalb bleibst du mal drin. So, okay. Ich weiß zwar nicht, ob es diese Farbe war, die er vorher hatte, ob er diese Farbe vorher hatte, meine Güte. Deutsch. Aber ist auch egal. So, nom nom nom. Ganz viele HPs für dich, Mike. So. Ganz viele Kobold-Schinken-Angriffe plus für dich. Nom 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 nom. Und MP-Ups für dich, Freddy. Nom 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 nom. Und dann habe ich noch für Danny die gleichen. Duit. Duit. So, und dann auf! Let's go! Keine Zeit mehr zu vertrödeln. Los geht's! Ups. Ja, driftet halt. Angriff durch Nahrung um den Wert 10 oder mehr gesteigert. Aber Maike. Gut, und nun ab nach oben. Okay, wir müssen uns erstmal noch ein bisschen rumbewegen hier. Oh, schon da? Oh! Einmal tief durchatmen. Prinzessin Luigi, ich werde dich retten! Was? General Luigi? Wie bitte? Wie bitte? Was? Gib das Gesicht der Prinzessin zurück! Ohne Wirkung. Viel Schönheit! Hey! Ohne Wirkung. Unbegreiflich, dass mich der dunkle Fürst mit so einem verkuppeln will. Irgendwas hat er gesagt, ich weiß nicht. Dieses Gesicht gehört nun mir, ich werde es nie mehr hergeben! Das kriegst du dir mal zurück! Waluigi wurde besiegt. Hey! Jetzt kämpfen wir mal gegen dich! Gegen General Luigi! Da muss ich erstmal die Musik lauter machen bei mir. Ja, ich weiß nicht, was stärker ist von den ganzen. Ich mache mal Explosion, weil es hört sich cool an. Danke für die Hilfe. Explosion! Boom! Bam, bam. Oh nein, 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 nein! Oh, Alter, wie viel? Was nochmal? Okay, er ist die Banane. Nom nom, wir haben genug von denen, deshalb brauche ich jetzt auch keine Streue benutzen. Das wird ein ziemlich einfacher Kampf, glaube ich. Explosion! Und ich brauche MP. Brauch mal kurz MP, please. Da mache ich jetzt doch nochmal die Streue rein. Nein, 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 ich will schon die Streue benutzen. Reicht. Haue und ich helfe dir. Bam, bam. Aua. Nein. Was? Auf alle. Ja, Danny macht eine Falle. Der schützt sich natürlich schon ziemlich smart. Zum Schlut. Klug. Okay. Aber alles scheint
gut zu laufen, würde ich sagen. Nein! Ich bin tot. Tut mir leid, Leute. Erster Beistand. Rächen. 90. Hey, Mike, ich lebe doch wieder. Brauchst du nicht, muss ich traurig sein. Kleiner Snack. Köstlich. Ich esse auch mal was. Ja, aber Maike, jetzt ist sie so am Weinen. Explosion! Hiya! Vielen, vielen Dank. Und damit haben wir Prinzessin Luigis Gesicht gerettet. Juhu! Das war ja einfach. Ja, klar. Als ob, nein! Nur wir beide am Level Up. Okay. Erlern was Neues, please. Ja, Wirbelhieb. Zirkuliere dein Schwert und triff alle Gegner im näheren Umkreis. Und die Bonus... 250 Bonuserfahrung. Das ist aber schon ziemlich viel, du. Nimm du die einfach. Level für Danny. Gorilla Shake, 2 Sterne. Es ist Gomme HD! Ihr habt einen meiner treuen Diener besiegt! Das trübt meine Laune! Dafür werdet ihr bezahlen! Ihr werdet schon sehen! Ich hole mir ganz viele Spawner, ja! Gomme! Der Dünkelfürst Gomme HD ist Richtung Osten geflogen! Oh nein! Danke, dass du mich gerettet hast! Es beschämt mich, dass ich gar nichts beitragen konnte. Ach, alles gut, dafür sind wir doch da. Aber Hauptsache, wir haben das Gesicht der Prinzessin zurück. Oh ja. Lass uns schnellstens zu ihr aufbrechen. Gute Idee. Blump.